So, Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mal Boys, Toastkonventionen wieder mal am Stissel. Mit einer ordentlich dicken Aufnahmesession von Death Stranding. Mal gucken, ob man das Spiel vielleicht mal endlich mal durchbekommt. Ja, wer weiß. Mit dem Greenscreen hier immer noch am Laufen. Ich muss definitiv noch eine zweite Lampe besorgen, weil jedes Mal, wenn ich mich so bewege, sieht man Schatten hinter mir. Es muss von beiden Seiten beleuchtet werden. Ich habe jetzt nur eine Lampe, die direkt auf mich rauf zeigt. Aber das wird schon funktionieren. Hoffentlich. Will ich mal hoffen, dass das Ding beim letzten Mal auch anständig gespeichert hat. So. Ich bin ja kurz irgendwo vor diesem einen komischen Sturm gewesen. Aber gerade drin, glaube ich. Lass mir den Greenscreen kaputt machen hier. Aufpassen wegen meinem Rauchmelder, ey. Ziemlich mau. Geht gleich los. Euch. Das ist schon ein bisschen praktischer mit dem Greenscreen, muss ich sagen. Diesen komischen Hintergrundkram nicht mehr. Ich habe jetzt noch nicht unbedingt den interessantesten Hintergrund. Aber wenn ich einfach Drachenlord seine Bude als Hintergrund und gut ist. Habe einmal ja noch mal bei den Trophäen reingeguckt und ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich damit durch bin. Kann ich ein bisschen länger noch dauern. Das Spiel, das zieht sich ja sowieso wie Sau. Besonders, ich hänge da dran schon seit 2019. Boah, es ist laut, ey. Auf minus 20. Ah, okay, doch. Da sind wir stehen geblieben beim letzten Mal. Bin ich mal gespannt, was jetzt kommt, wa? Theoretischerweise überspringen, ja. Ich lasse es einfach. Auch glaube ich gerade das erste Mal, dass ich mit der neuen Elgato aufnehme. Ich habe jetzt diese 4K 60 mit Schnäppchen bekommen. Ist ja normalerweise fast 300, das Scheiße. 70 bekommen oder so. 70, 67 € habe ich dafür bezahlt. Ja.
Erschieß ihn, John! Erschieß ihn! Das war ein Befehl, erschieß ihn! Deswegen trägt er wahrscheinlich auch eine Maske, ja? Dass man ihn nicht erkennt irgendwie. Es gibt ja über den gar keine, hat der Deadman schon gesagt, dass es über den gar keine Dateien und so gibt. Gar keine Infos. Der Typ sieht übel stoned aus hinter seiner Maske, als hätte er den übelsten Baba Gibbet geraucht, ey. Die Metal Gear Solid Vibes hier. Oh, Junge, Sam Fisher, Alter. Splinter Cell Boy. Episode 11, Clifford Unger. Was ist das jetzt? Bestimmt so Vietnam oder so. Locker. Mich ich eigentlich nicht wundern, so wenn du... Der Erste Weltkrieg hat, Zweite Weltkrieg. Glaube ich bestimmt so Vietnam oder so jetzt. Ey. Schauen, Plattenpanzer können wir an Dings am Anzug befestigen. Und Beutel haben wir auf jeden Fall am Start genug. Vierfach-Raketenwerfer, Werkzeughalterung dran, Anti-GD-Handfeuerwaffe. Sagen wir mal, Anzug befestigen, Sturmgewehr. Oh, das Ding. Erstmal anständig sortiert. Würde mich aber echt mal interessieren, wo ich hier jetzt bin. Ich tippe wirklich, dass das irgendwie Vietnam ist oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier irgendwie USB-Sticks gibt oder so. Ich glaube nicht, wa? So, selbst wenn ich die Platin-Trophäe haben wollen würde, müsste ich auch diese ganzen Datenträger sammeln. Das würde abnormal lange dauern. Okay, auch diese ganzen Sachen auf die maximale Stufe zu bekommen.
Weiß nicht, ob ich glaube, ich sollte mir vielleicht noch mal ein paar Kryptobioten reinziehen, sobald ich welche noch finde. Ja, da haben wir doch direkt welche, perfekt. Komische Puppe aus der PlayStation 3 Werbung da von damals. Kommt da jetzt bestimmt rausgekrochen, wa? Super, jetzt kann ja was werden. Okay, jetzt ist die Frage, ob ich mich einfach an ihm vorbeischleichen kann. Okay. Soll ich einfach vorbeischleichen im Endeffekt? Die Frage, wer ist denn Cliff? Er ist einer der komischen Zombie-Typen. Das Problem, ich weiß halt nicht, wer ist. Ja, da vorne ist er. Ich glaube, das wird da sein. So gar nicht, ob ich mich rumschleichen kann um den Dingstypen. Okay, perfekt. Ich kann mich locker easy um ihn rumschleichen. Wir brauchen Verstärkung. Da muss ich mir da erstmal keine Gedanken machen. Also, solange ich ihn aus dem Busch raus... Wegballer, muss ich mir gerne Gedanken machen. Mein Name ist Clifford Unger. Ist er? Normaler Zombie-Boy, wa? Baby.
du einer? Was ist einfach nur ein Busch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist einfach nur ein Busch. Ja, sollte eigentlich easy peasy funktionieren, Ich mach's. Ist er denn, aber wo sind die alle? Ah, okay, doch, okay, perfekt. Da ist er doch. Wo ist er das? Wo ist mein Baby? Da vorne ist er doch. Sehen. Wirklich so blöd? Okay. Zwei, ja, besser als nichts. Wir brauchen Verstärkung. Bewegung. Okay, sie sind dann nach oben gegangen. Sowas wie so ein Scharfschützengewehr wäre eigentlich nicht schlecht, Wäre richtig gut. Ich brauche dich, Bibi. Ich sollte mir aber. Ja, obwohl ich habe ja noch Raketenwerfer mit am Start. Ich brauche dich, Bibi. Wo ist er denn? Da, ich sehe ihn. Oh!
Das ging ja dann doch ein bisschen nach hinten los, ha? Okay, weiß er wieder, wo ich bin? Komm. Haben wir es jetzt? Ah, okay, doch nicht, okay, alles klar. Ah, muss ich echt ein bisschen drauf achten, ne? Ich brauch definitiv neue Waffen. Wir brauchen Verstärkung! Neue Waffe, nochmal Blutbeutel. Sturmgewehr, definitiv. Ja, moin. Benutzt, super. Vorratstasche. Sturmgewehr. Nichts mehr drauf da. Werkzeughalterung, Sturmgewehr. Ja, und nichts mehr drauf. Pff, Scheiße, ey. Ah, ich brauch definitiv nochmal ein Sturmgewehr. Ja, da drüben sind sie. Obwohl, wenn ich nur auf ihn baller, sollte eigentlich ein Sturmgewehr-Dings reichen. Aber die Sache ist, dafür muss ich es auch erstmal hinbekommen, nur auf ihn zu ballern. Ich bin ein geborener Kämpfer. Wo denn hin? Weiß nicht, ob ich ihn jetzt die ganze Zeit höre. Ich hab meine Kopfhörer auf der richtigen Seite. Ja, auf jeden. Was ist da vorne? Seiner Totenkopftypen. Mein Name ist Clifford Angra. Sagt er das denn die ganze Zeit,
Oh nein, fuck, Digga. Nein, 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 nein. Oh. Huch. Oh, scheiße, meine Lampe ist ausgegangen. Ja, moinsen. Ja, den erstmal komplett auslassen, kurz mal. Digga, ich sehe einfach gar nichts. Kannst du knicken, wirklich? Jetzt sag mir nicht, ich muss nochmal komplett von vorne anfangen. Ist ja richtig mau. Niemals. Ich muss nochmal komplett von vorne anfangen. Oh, niemals. Ich mach's mal. Wo ist mein Baby? Oh, gar keinen Bock darauf. Ja, wenigstens weiß ich jetzt mittlerweile, wo er ist. War ganz gut. Da muss ich wieder 20 Jahre lang sinnlos durch die Gegend rennen. Auch gerade Mauer ist einfach gerade mein Licht ausgegangen ist, ey. Tja, dann halt mal ohne Kamera. Bei aufladen kann ich es gerade jetzt auch nicht. Das ist ja mit Akku. Mein Name ist Clifford Anger. Okay, Headshots gibt er sich gut. Ich bin voll, ja, ich bin voll auf die falsche Seite gegangen, weil da vorne ist er. Und unten lang gemusst. Naja, okay, alles klar. So läuft's wenigstens. Okay, er weiß nicht, wo ich bin. Da vorne ist er. Aber den Headshots geht's aber mies schnell, okay? Alles klar.
Also ein Scharfschützengewehr wäre echt krass, wirklich. Du weißt doch gar nicht, wo ich bin. Das sollte dieses Mal ein bisschen besser funktionieren. Ah, da ist er. Eigentlich müsste ich einfach nur einen seiner Viecher wegkrotzen und die würden direkt zu mir kommen. Das ist eigentlich mega gut, Wir brauchen Verstärkung! Bewegung! Mein liebes Baby. Theoretischerweise, wa? Sowieso mal schauen. Schatztasche ranhauen. Zack. Perfekt. Ja, es sollte definitiv besser funktionieren als das letzte Ding. Das ist ganz gut, dass man wirklich diesen Stealthy-Weg gegengehen kann. Wo bist du, Bibi? Okay, aber wo ist er jetzt hin? Ah, da vorne ist er, ich sehe ihn. Oh fuck, Digga. Nein. Nein, Mann! Schieß doch! Lauf, Digga! Na, ich bin tot, kannst du vergessen. Ey, als ob wirklich, das kann echt nicht wahr sein. Absolut kein Bock da drauf, wirklich. Das ist aber wirklich... Und nochmal, weil es so witzig gewesen ist. Ich verstehe sowieso nicht, ich habe alle meine Benachrichtigungen ausgemacht und es wird mir jetzt einfach Benachrichtigungen angezeigt. Steht da jetzt irgendwas von der Schrotflinte? Guck doch keinen. Mein liebes Baby. Okay, ich muss gucken, dass ich ein bisschen mehr Headshots verteile.
Geh doch mal hier vorbei. Es ist alles meine Schuld. Ja, ich kann ich die Typen eigentlich Stealth angreifen und direkt töten? Weiß ich gar nicht. Geht nicht, okay. Deckung zurückziehen. Rückzug zum Sammelpunkt. Ja, komm, kann er jetzt bitte. Anständig funktioniert, Okay, gleich sollte er eigentlich rauskommen. Wo kommt er jetzt hin? Ah, er kommt. Ach, da ist ein Schalldämpfer drauf auf dem anderen Ding. Okay, deswegen hat er mich nicht gehört, weil auf dem anderen Ding ein Schalldämpfer drauf ist. Okay. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum das nicht, warum er mich mit dem einen Ding hört und mit dem anderen nicht. Ich habe gerade den Unterschied von dem Ton gerade gemerkt. Das ist super, Was denn? Eine verbesserte Version Schirmgewehr mit GD wirksam Blutkugelgas. Sie ist optisch visiert und einem Schalldämpfer ausgestattet. Ja. Mich mal interessiert, Kajuni. Hol mein Baby. Ist mit dem Visier, wie kann ich das Visier denn benutzen? Als ob, wirklich. Ich spiele auch die ganze Zeit auf schwer, fällt mir mal auf. Soll ich voll vergepeilt. Ja, komm, tötet mich. Macht mal.
Ist das nervig, wirklich? Und ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum er immer nicht checkt, von wo ich komme. Okay, hier muss ich gucken, dass ich damit irgendwie fast nur Headshots mache. Sonst kriege ich das nicht hin. Ach, zumindest nur Headshots. Ich könnte natürlich auch mit dem Raketenwerfer raufballern, wie so ein Blöder. Denn. Wahrscheinlich die Stelle, wo ich vorher verreckt bin, ne? Ja, muss ich schauen, dass ich mich mit diesen Soldatentypen mal den anderen nicht abgebe. Und dass ich nur ihn treffe. Er weiß ja nicht, wo ich bin, weil ich den Schalldämpfer habe. Ist doch übelst OP, ist so witzig. Schon mal ein bisschen Munition gespart, Schalldämpfer drauf, wirklich, ey. Ich hätte mal gewusst. Ich hätte mal ein paar mehr von den Scheißdinger machen sollen. Ich habe so verpeilt, dass da Schalldämpfer drauf sind. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum er nicht checkt, wo ich ihn abballer, ey. Ich habe mich vorher angestellt wie der übelste Dulli. Gucken, dass ich jetzt an ziehe. PC geupdatet habe, geht der Bildschirm immer ein paar Sekunden aus. 5 Minuten oder so, weil ich da nichts mache. Mal gleich umstellen, dieses Sparmodus. Willst du auf die Nüsse?
glaube, die Art, wie es gerade gewesen ist, ist, glaube ich, am besten gewesen. Ja, ich sie einfach rauslocke, indem ich auf sie schieße. Kann ich außerdem nicht mein Sturmgewehr Stufe 2 bekommen? 3 meine ich. Ich auch schon, ne? Oh. Irgendwie eine Möglichkeit, mich an ihm vorbeizuschleichen, ne? Das ist aber nahkampftechnisch, aber echt beschissen ist. So wie vorher, ich lock's einfach raus, indem ich aus der Baller. Da schon wieder zu warten, wie so ein Blöder. Schieß einmal auf die rauf und dann kommen sie raus. Dann kann ich ja einfach mit meinem Schalldämpfer auf ihn rauf schießen. Mal schön auf die Birne. Jetzt die Frage, ob sie überhaupt noch irgendwo da sind, wa? Sind weg, wa? Los, raus mit euch! Ist er? Das Böse, siehst du mal, wenn er irgendwas sagt, hört sich an, als würde er von überall kommen. Wer denn jetzt hin? Hier ist ja gar keiner mehr von denen. Gehen alle hin? Ich sehe keinen einzigen mehr von denen. Jetzt alle da unten? Ah, tatsächlich. Wie denn hin? Da drüben. Mein liebes Baby. Entdeckung, zurückziehen. Oh, jetzt habe ich den Scheiß so rausgezögert schon wieder, ey. Unter Beschuss. Da ist er noch. Granaten am Start? Weiß ich gar nicht. X-Granate nur.
Ah, du siehst aber auch immer nichts wirklich, wenn du hier im schlimmsten Busch sitzt. Wir sind fertig. Nichts wie weg, Jungs. Oh Mann, als ob wirklich. So, als ob die mich jetzt ob die jetzt die ganze Zeit wissen, wo ich bin, wirklich. Das ist so nervig. Das belastet unnormal. Sobald ich einmal im Visier habe, wissen die überall, wo du bist. Boah, ja, das meine ich wirklich. Die finden dich einfach instant. Das heißt, ich kann nicht mal mehr rennen. Die wissen nicht mehr, wo ich bin. Als ob, Digga. Das meine ich. Okay, das kann nicht wahr sein. Mach doch mal schneller. Was, wem sagt er das denn? Da ist doch gar keiner mehr. Ja, jetzt könnte ich nämlich auch mit dem normalen Sturmgewehr abballern, ja. Der kennt dich schon, wenn du dich einmal triffst, mal wieder. Ziel doch mal! Alter, meine Fresse! Er zielt einfach gerade nicht besser. Das Ding geht jetzt einfach schon wieder eine scheiß Stunde, ey. Bloß weil ich jetzt 20.000 Mal verrecke, ey. Naja. Es ist wenigstens lustig. Ich hätte auch einfach mit einem scheiß Raketenwerfer auf ihn ballern können. Beutel direkt wieder alle leer, weil es so ein kleiner Drecksding einfach nur sind. Ich bin ein geborener Kämpfer. So, wer wegschmeißen die Dinger?
das hier was wird noch. Ich hab keinen Bock, das dann auch mal zu machen, wirklich. Der Bildschirm die ganze Zeit ausgeht. Wie der mich in die Energiesparoption gewechselt habe. Wo bist du, Bibi? Der ist die weg. Ich lock sie nach und nach einfach raus. Wenn sie dann kommen. Also doch. Na komm los. Als ob! Hier, warum? Warum hat er denn seine Waffe nicht gezogen? Das ist wirklich... Ich hab die Waffe in der Hand, er schießt einfach nicht. Er bewegt sich nicht. Kann ich vergessen, ich bin schon wieder tot. Schaffe ich nicht mehr. Weil er aber auch nicht rennt, wirklich. Bleibt denn immer auch halb stehen wegen diesen dämlichen Gebüschen. Scheißegal. Fick dich, der. Einfach Raketenwerfer. Komm her, Junge. Wer soll denn da schießen? Da ist doch gar keiner mehr. Du beschissene Arschgeige, wirklich.
Endlich, ey, meine Fresse. Hat ja auch nur eine Stunde gedauert. Komm hier raus. Versprochen. Gib mir mein Baby zurück. Bist du Clifford Anger? Wer bist du? Bist du der Vater? Man sagt mir, dein Name sei Sam Porter. Aber du heißt Sam Bridges. Meine Brücke zur Zukunft. Menschen zusammen. Du bist ihre Brücke zur Zukunft. Komm, Sam. Steh auf. Verschwende von hier. Ich kann nichts für deine Frau tun. Tut mir leid. Wenn sie mir etwas befiehlt, dann muss ich es tun. Ich muss. Doch ich habe erst unter dir gedient. Und deine Familie verdient das nicht. Nichts davon. Wieso hilfst du mir, wenn die dich erwischen? Weil du mir das Leben gerettet hast, Mann. Und zwar mehr als einmal.
als die Führung uns in die Hölle geschickt hat, warst du derjenige, der uns nach Hause gebracht hat. Richtig beschissene Bewertung bekommen, ey, dafür. B-Rang, ey.